Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Mieser Fieser von Kaiser. Alle weiteren Informationen zu diesem Album und der Tracklist sowie natürlich auch die Links zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mieser Fieser von Kaiser, das Ganze im August 2016 erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Das Ganze über Abendland Musik erschienen. Wir haben hier ein reguläres Jewel Case. Auf dem Cover lesen wir oben Kaiser. Dann haben wir den hier auch abgebildet mit zwei Schusswaffen auf uns gerichtet. Und wir haben hier so ein Wackelbildcover. Also je nachdem, wie man das hier jetzt hält vom Winkel, sieht man hier zwei unterschiedliche Motive. Schauen wir uns gleich noch ohne das Cover an, dann spiegelt es auch nicht mehr ganz so. Mieser Fieser. Dann haben wir hier zwei Discs zu lesen. Also wir haben zwei CDs drin. Mieser Fieser hier auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir hier einmal den Interpreten mit der Skimaske. 15 Tracks an der Zahl. Features mit dabei von Didi, CK, Projekt Extrem und nochmals Didi. Infos und ja, Barcode ist keiner dabei, aber die Infos. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, einmal hier Booklet und einmal hier dieser Einleger. Den wollte ich mir noch einmal anschauen, ohne das Cover, also ohne das Jewel Case, denn ja, jetzt kann man es auf jeden Fall besser sehen. Das ist das eine Motiv und dann, in welche Richtung? Genau, in die hier haben wir quasi den erhobenen Zeigefinger und auch im Hintergrund verändert sich so einiges. Okay, also, so sieht das aus. Schönes Wackelcover. Dann haben wir das eigentliche Booklet, das ist recht dünn, hier mit dem regulären Bild. Die Infos zu den einzelnen Songs, wer war beteiligt bzw. wer hat produziert, weitere Credits zum Album und dann haben wir hier noch diese Zielscheibe, sieht aus wie auf einem Schießstand. Gut, Rückseite, dann packen wir beides wieder zurück. Einmal das Wackelcover und einmal das Booklet. Dann kommen wir zur Album-CD. Die kommt hier. Auch hier haben wir wieder den bewaffneten Kaiser zu sehen. In diesem Fall mit zwei ja, Sturmgewehren bzw. Scharfschützengewehren, je nachdem. Und auf der Rückseite noch eine zweite CD. Und zwar haben wir hier dann noch die Instrumentals. Hier auch nochmal eine Schusswaffe zu sehen mit Zielfernrohr. Also die Instrumentals zu den Albumsongs sind hier mit drauf. Jetzt habe ich die Seite auf der linken Seite geöffnet, den Einleger. Machen wir wieder rein. Genau, also regulär wäre es wahrscheinlich vernünftiger, genau, das Ganze hier so aufzuklappen. Hier alles in weiß gehalten, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Gut, das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kaiser und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.